So, Freunde, jetzt gibt's wieder die News. Und wenn ihr euch fragt, warum ich ein Pflaster am Daumen habe, da kann ich nur sagen: Brotmesser 1, Daumen 0. Ihr erinnert euch vielleicht, es wurde ja vor der E3 groß spekuliert, ob vielleicht von Bethesda die Elder Scrolls 6 angekündigt wird. Da hatten ja nicht wenige Leute drauf gehofft und auch Tobi und ich haben in unserem Vorschau-Talk gedacht, ha, das wäre doch mal eine feine Sache. Aber wir wissen ja jetzt inzwischen alle, soweit ist es nicht gekommen. Und offensichtlich dauert es auch noch eine ganze Weile, bis wir dieses Spiel überhaupt zu Gesicht bekommen werden. Zumindest gilt das, wenn man Pete Hines glaubt, dem stellvertretenden PR- und Marketing-Chef. Der wurde nämlich auf Twitter von einem Fan gefragt, ob die Entwicklung der anderen großen Spiele von Bethesda den Fokus von Elder Scrolls 6 nehmen und darauf antwortete Heinz: Wir arbeiten im Moment nicht an die Elder Scrolls 6. Er hat dann noch eine weitere Antwort ergänzt und zwar schreibt er: Ich lüge nicht, ich habe keinen Grund zu lügen, ich manage nur Erwartungen und kläre falsche Vorstellungen auf. Naja, wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer haben wollen, dann könnte man ja zum Beispiel sagen, wenn der sagt, im Moment arbeiten sie nicht an die Elder Scrolls 6, heißt das nicht, dass die Entwicklung noch gar nicht begonnen haben. Vielleicht haben sie schon ein ganzes Stück gemacht und pausieren jetzt erstmal. Aber ich glaube, letztendlich wird es doch noch echt eine ganze Weile dauern, bis wir dieses Spiel zu Gesicht bekommen. Coming at you. Don't mind me. Naughty Dog hat diese Woche den Patch 1.08 veröffentlicht zu Uncharted 4 und der ist ganz schön groß, nämlich 1,3 GB, was eben daran liegt, dass auch der erste kostenlose DLC für den Multiplayer-Bereich enthalten ist. Der enthält vor allem die neue Map namens Versunkene Ruinen und auch eine ganze Reihe neue Waffen. Die kann man sich freispielen, indem man Download-Truhen erwirbt und bezahlt wird das Ganze mit den Reliquien, die ihr im Spiel gesammelt hat. In den Truhen sind nicht nur Waffen, sondern auch Boots. Booster zum Beispiel, schnelleres Waffenwechseln und Nachladen und die Mystikfähigkeit Pfad von Indra. Die teleportiert euch dann zu einem beliebigen Verbündeten. Außerdem im DLC enthalten sind über 50 Designs und Outfits, über 70 Kopfbedeckungen und Gesichtsbekleidung und auch neue Verspottungen und Waffendesigns. Abgesehen davon gibt es durch den Patch aber auch noch eine ganze Menge weitere Gameplay-Änderungen. Unter anderem wurde endlich ein Level-System eingeführt. Das war ja erstmal gar nicht da, wurde von vielen Spielern bemängelt. Jetzt gibt es ein Level-System, geht im Moment bis maximal Level 70. Und diese Level-Ups, wenn ihr die erreicht, die werden zum Beispiel eben auch mit Reliquien und neuen Truhen belohnt. Außerdem wurde der Modus Team-Deathmatch mit Rang- und Rangsystem versehen. Der Singleplayer-DLC, auf den ich persönlich sehr warte, weil ich eigentlich gar nicht so der Multiplayer-Spieler bin, wenn es Uncharted angeht. Der ist aber noch auf die lange Bank geschoben. Den wird es erstmal nicht geben. Naughty Dog hat gesagt, da könnt ihr noch ein bisschen warten. Really? I am about to die. Zum Brettspielklassiker Monopoly gibt es ja schon eine ganze Menge Spieleversionen, zum Beispiel Pokémon und Fallout und Nintendo und auch Halo. Und jetzt wurde eben auch Final Fantasy VII als eigene Version angekündigt. Dauert allerdings noch ein bisschen, soll erst im April 2017 erscheinen. Enthalten sind dann natürlich bekannte Charaktere, zum Beispiel eben Cloud Strife oder auch Sephiroth und eben bekannte Locations. Wenn ihr euch das vorbestellen wollt, dann könnt ihr es tatsächlich heute schon tun und zwar auf der Seite Merch. Joy.com kostet dann 51,99 € inklusive Steuern, weil es ja aus dem Ausland kommt. Ich glaube, das ist ein englischer Shop, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann auch sein, dass es ein amerikanischer Shop ist. Scheißegal! Wenn ihr euch das vorbestellen wollt, dann guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link reingepackt. Seit darauf geteased wurde, informiere ich euch ja hier immer mal wieder über Updates, was das Remaster von System Shock angeht. Und jetzt wurde eine ganze Menge Neues bekannt gegeben. Unter anderem eben auch, dass es eine Kickstarter-Kampagne zu diesem Spiel gibt. Da könnt ihr ab sofort euer Geld reinschmeißen. Das Ganze läuft ungefähr einen Monat lang. Und das lief sich ganz schön gut an, denn von den 900.000 Euro bzw. Dollar, die erzielt werden sollten, da ist mittlerweile schon über die Hälfte erreicht. Ihr könnt da reinschmeißen 5 Dollar bis hin zu, falls ihr es übrig habt, 10.000 Dollar. Wenn euch das Spiel das wert ist, dann kriegt ihr natürlich auch einen tollen Benefit, zum Beispiel eine private Party mit den Entwicklern, wer das haben möchte. Wer 5.000 Dollar spendet bzw. investiert, der bekommt unter anderem einen customizeden Laptop von Razer. Ich suche immer noch nach dem schönsten deutschen Wort für customized. Angepasst
ist in diesem Fall doof. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze nennen würdet. Egal. Jedenfalls ist das Release angepeilt für Ende 2017 für PC und Xbox One. Mac- und Linux-Versionen sollen kommen, wenn 1,2 Millionen erzielt wurden. Also je mehr Geld, umso mehr Versionen. Und die Entwickler von Night Dive Studios sagen, sie sind auch offen für weitere Plattformen. Also je mehr Geld, umso mehr Systeme. Ab sofort, für alle, die da erstmal reinschnuppern wollen, bevor sie in die Kickstarter-Kampagne investieren, ist übrigens auch eine Pre-Alpha-Demo verfügbar. Die kann man sich kostenlos runterladen über GOG, Humble oder Steam für den PC in dem Moment exklusiv. Und ja, das könnt ihr dann zocken und dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr in System Shock Remastered ein bisschen Geld investieren wollt. Ein kurzes Release-Update an dieser Stelle. Ihr habt es vielleicht gesehen, am Mittwoch ging bei uns das Video hoch, wo wir die Releases des Monats, also in diesem Fall Juli, vorstellen. Frisch aufgetischt nennen wir das Ganze immer. Und kaum war dieses Video online, da erreicht uns die Nachricht, dass Warner Brothers Batman Return to Arkham verschoben hat. Das hätte eigentlich am 28. Juli erscheinen sollen. Jetzt hat das Ganze noch nicht mal einen Termin, ist auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verschoben. Die müssen da wohl noch ein bisschen Feinschliff machen. Also das, was die Entwickler immer sagen, wenn sie etwas verschieben. Also das hat Remaster von Batman Arkham Asylum und Arkham City lässt noch auf sich warten. All your sacrifices and yet you are the one to blame. An dieser Stelle auch nochmal wieder ein Buchtipp. Dieses Mal habe ich hier und dann kam Tetris von Christian Gehlen. Untertitel lautet, wie Nintendo innerhalb eines Jahrzehnts den Videospielmarkt eroberte. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, worum es in dem Buch geht. Es dreht sich aber nicht nur um Nintendo, sondern eigentlich allgemein darum, wie die Spiele den Sprung, ich sag mal, aus den Arcade-Hallen ins Wohnzimmer geschafft haben. Geht auch um die Anfänge der Konsolen. Atari spielt natürlich zum Beispiel auch eine wichtige Rolle. So Personen wie Nolan Bushnell oder so. Das wird alles sehr schön hier beschrieben. Im Prinzip geht es also um die Geschichte der Videospiele, ich sag mal so Anfang der 70er, 80er Jahre. Natürlich wird hier auch beschrieben, wie es zur Erfindung von Donkey Kong und Super Mario und anderen bekannten Figuren kam und natürlich dann letztendlich auch Tetris. Einiges, was da drin steht, das ist sicherlich schon eingefleischten Spielefans bekannt. Also es geht natürlich um elementare Sachen der Spielegeschichte. Andere Sachen wiederum, viele kleine Anekdoten, viele O-Töne und so habe ich auch noch nie gelesen. Ist also auf jeden Fall höchst interessant für alle, die so ein bisschen in Sachen retroversiert sind. Die Schreibe, da muss ich dem Christian sagen, da kann er vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. Also es liest sich manchmal ein kleines bisschen holprig. Der Schreibstil, der ist sicherlich, jetzt sagen wir mal, kein Literatur-Nobelpreis verdächtig. Aber trotzdem ist es sehr charmant gemacht, sehr informativ und man kann es eigentlich relativ schnell so weglesen. Das sind, sagen wir mal, 157 Seiten. Also kann man mal an einem Wochenende oder kurz am Strand durchlesen. Sommerferien stehen ja auch bald an. Wenn ihr euch das holen wollt, 9,99 € in der Buchform oder 5,99 €, wenn ihr euch das als E-Book holen wollt. Link dazu, wie auch zu allen Spielen, die wir hier heute vorgestellt haben, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, ihr Süßen, das war's wieder mit den News für heute. Wenn euch langweilig ist, dann vertreibt euch die Langeweile doch hier unten mit den verlinkten Videos. Da ist vom Mittwoch, wie gesagt, das frisch aufgetischt Video drin, also die Releases für den Monat Juli. Ist nicht unbedingt Sommer noch angesagt, da ist eine ganze Menge, was trotzdem in den Läden landet. Und nochmal der Hinweis auf meinen kleinen Trip nach Hamburg, wo ich mir nicht nur Lego Star Wars angeschaut habe, sondern auch den lieben Colin mal wieder getroffen habe. Der wohnt ja in Hamburg. Da habe ich gedacht, komm, spaß dir das Hotel, quartierst du dich beim Gäbel ein, was in einem sehr lustigen Abend resultiert ist und teilweise haben wir die Kamera eben mitlaufen lassen. Könnt ihr euch alles unten anschauen, ansonsten bitte Däumchen hoch, Abo setzen und nächstes Mal wieder einschalten.